Ja, herzlich willkommen zum Vortrag. Ich hoffe, die Lautstärke ist so gut. Ja, okay, perfekt, super. Ja, es klang eben schon an, das Thema Orient Express hat natürlich gewisse Wurzeln und ist ganz maßgeblich von Agatha Christie inspiriert. Ich bin ein großer Fan von Dame Agatha Christie und natürlich all ihren Kriminalromanen. Unvergessen natürlich der wunderschöne und auch top verfilmte Mord im Orient Express. Das ist der ursprüngliche Aufhänger für diese Inspiration zu diesem Thema gewesen, die Inspiration für dieses Sammelgebiet. Einfach, dass Sie da mal so ein bisschen einen Einstieg dazu haben, wie kam ich denn überhaupt zu diesem Thema, dass man das etwas greifen kann. Das Thema ist relativ neu entstanden, ab 2011. Und ja, ich will Sie da jetzt einfach mal mitnehmen in die postgeschichtliche Reise mit dem Orient Express. Und zwar ab 1883. 1883 ist der erste Orient Express von Paris nach Konstantinopel gefahren. Bis 1914, die Zeit, wo die Auslandspostämter in Konstantinopel schließen, 30.09., Schließung der kompletten Auslandspostämter. Das ist ein schöner geschichtlicher Cut und da enden wir dann auch später. Ja, aber wollen wir uns erstmal diesem Thema nähern? Die Herangehensweise. Ja, wie geht man eigentlich mit so einem Thema um? Ich möchte voranschicken, der Orient Express ist ein Luxuszug und der Orient Express, das ist keine Bahnpost. Das große Merkmal der gesamten Bahnpost ist ja, dass Briefe oder Post in dem Zug entsprechend postalisch behandelt wurden. Und das ist beim Orient Express komplett nicht der Fall. Das heißt, hier wurden Postsäcke mit dem Orient Express verbracht. Da gab es also entsprechende Paragraphen in dem Gesellschaftervertrag. Nur die Postsäcke wurden im Prinzip verbracht, aber nicht postalisch behandelt. Das möchte ich vorausschicken für alle Bahnpostfans, die vielleicht unter uns weilen. Ja, wie nähert man sich? Ich habe hier drei Strukturierungsansätze in diesem Vortrag, wie sie auch in meiner Sammlung sind. Und zwar einmal die Postämter. Konstantinopel ist der Dreh- und Angelpunkt für den Orientexpress und ganz wichtig in der späteren postalischen Betrachtung. Möchte ich Ihnen nachher noch näher erläutern. Und deswegen sind die Postämter auch so wichtig in Konstantinopel. Da steigen wir auch nachher ein. Der zweite Punkt, das sind die sogenannten Zuglaufvarianten des Orientexpresses. Sprich, wie ist denn der Zug überhaupt gelaufen? Welche Stationen hatte er? Von wo bis wo sind diese Wege gelaufen? Und das dritte sind die Leitvermerke vom Orientexpress. Sprich, die Vignetten oder Labelbelege. Dann gibt es Belege mit einem Einzeilerstempel drauf, in verschiedenen Ausführungen. Und dann gibt es noch den Spezialfall des rumänischen Postamtes in Konstantinopel mit den charakteristischen Ovalstempeln. Und diese Ovalstempel haben eine ganz kurze Zeitdauer nur, wo sie gültig waren. Nämlich vom Februar bis zum Juli 1896. Deswegen auch Spezialfall. Alle drei Ansätze sind sehr wichtig und die greifen auch alle ineinander ein. Und deswegen werden die auch hier in diesem Vortrag alle natürlich eine Rolle spielen. Nun ein kleiner Exkurs zum Thema Vignette Express de Orient. Sie sehen hier zwei Viererblöcke, einmal in Rot, einmal in Schwarz. Und das sind die klassischen Vignettenbelege. Werden wir auch nachher sehen, das ist so die erste Klasse des Orientexpresses, sage ich jetzt einfach mal. Sehr, sehr exquisite Belege, die die Welt von Konstantinopel aus eroberten. Wirklich was sehr Hübsches werden wir auch nachher auf den Belegen entsprechend sehen. Grundsätzlich gilt, dass immer alle Vignettenbelege ab Konstantinopel abgingen. Es gibt keinen einzigen Vignettenbeleg weltweit, der von einem anderen Ort abging. Deswegen auch die Betrachtung der Postämter in Konstantinopel, die wir hier uns gleich ansehen werden. Das einfach nur mal so zur Erklärung für Sie.
dann habe ich mich natürlich gefragt, diese wunderschönen Vignetten, wenn die in Konstantinopel abgingen, die Belege, dann müssen die ja irgendwo da auch verkauft worden sein. Habe mich gefragt, na, wo könnte das denn gewesen sein? Dann habe ich mir einen alten Bedecker Reiseführer gekauft. Die sind ja zum Teil noch sehr gut antiquarisch erhalten und habe mich da mal so ein bisschen eingelesen. Und die geben also sehr, sehr tiefen Aufschluss über dieses Thema. Und diesem Bedecker entstammt auch hier diese Karte. Das ist eine Stadtkarte von Konstantinopel. Hier unten sehen Sie den Stadtteil Galata und hier oben Pera. Pera, da waren die ganzen Konsulate, die Botschaften. Und hier unten Galata, Stambul ist dann hier unten. Und hier ist Galata Cay. Komme ich auch später nochmal drauf. Ja, Thomas Cook ist das Reisebüro dieser Zeit. Thomas Cook hat die Tickets für den Orient Express verkauft, weltweit. Und hatte selbstverständlich auch in Konstantinopel ein Reisebüro. Und zwar hier in der großen Perra-Straße. Und völlig überraschend ist genau gegenüber an der gleichen Straße das Perra Palace Hotel. Das Perra Palace Hotel war die erste Adresse in Konstantinopel zu dieser Zeit. Übrigens heute auch wieder. Das ganze Hotel wurde renoviert. Und das Perra Palace Hotel, wir sehen hier einen Beleg, also hier mit dem Schriftkopf der Compagnie Internationale de Wacom Litz. Diese Kompanie hat den Orient Express gemanagt. Und wir sehen hier einen Brief mit dem Briefkopf Perra Palace Hotel. Das heißt, die Kompanie hatte im Perra Palace Hotel ein eigenes Büro. Es gibt auch hier Hotel Post, aber das führt jetzt hier zu weit. Und deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass entweder im Reisebüro Thomas Cook und oder, das lässt sich bis jetzt noch nicht genau verifizieren, die Vignetten verkauft wurden. Das ist einfach naheliegend. Die Vignetten sind wunderschön, aber nicht unbedingt notwendig, dass ein Brief mit dem Orient Express versandt wurde. Genau, hier ein besonders schöner Brief, ein Brief nach Elberfeld, Brief in der vierten Gewichtsstufe. Das ist hier auch was Schönes. Ups. Das war eins zu viel. Ja, ich habe Ihnen versprochen, wir schauen uns die Postämter an. Dann habe ich relativ viele Dokumente gewälzt und geschaut und nach viele Philatelisten gefragt. Mensch, sag mir mal, wo waren denn diese Postämter überhaupt? Mich interessiert es geografisch, wo die waren. Haben viele die Achseln gezuckt und gesagt, naja, ich weiß halt, da gab es Postämter, ne? Und dann habe ich, wie gesagt, viele Dokumente gewälzt und habe mir mal so eine Karte erstellt der einzelnen Auslandspostämter. Sie sehen hier eine Übersicht der einzelnen Postanstalten, die in dieser Zeit vor Ort waren, das Auslandspostämter, plus die permanenten Postämter des Osmanischen Reiches. In Galata, hier vorne, dann hier in Pera und hier unten in Stambul. Hier rechts sehen Sie noch mal eine kleine Vergrößerung. Das ist auch Stambul. Und zwar ist hier der Bahnhof Sirkise eingezeichnet. Und zwar ist das der Bahnhof, wo der Orient Express abfuhr. Später die Variante 6, die werden Sie noch sehen, über Sofia. Hier sind die einzelnen Zeiten eingeblendet, von wann bis wann eben diese Postämter Bestand hatten, zur groben Orientierung. Das rumänische Postamt, wie gesagt, hier Spezialfall, sehr kurze Zeit. Und die normalen Postämter, die waren ganz normal in einem Steingebäude irgendwo in der Stadt. Das rumänische Postamt war hier auf einem Postdampfer direkt an Galata Cay und hat hier die Post entgegengenommen und auch behandelt auf dem Schiff. Sie sehen anhand der Farbkleckse, um welche Postämter es sich handelt. Ich habe das hier so ein bisschen kodiert. Auffallend ist, dass die ganzen Postämter immer sehr nah beieinander waren. Also die waren jetzt nicht alle quer über die Stadt verteilt, sondern da gab es schon so Konkurrenz gegeneinander. Weil das war natürlich ein sehr einträgliches Geschäft, das darf man nicht vergessen. Da ging es ja richtig um Geld. Und das war natürlich auch so ein Wettlauf der einzelnen Postämter zueinander. Ja, und man sieht hier, wie gesagt, das fand ich interessant, die räumliche Nähe, das ist schon sehr, sehr spannend.
Ja, hier jetzt einfach mal eine Karte mit den eigenen einzelnen Zuglaufvarianten des Zuges. Also, wir haben hier Konstantinopel, heute natürlich Istanbul. Wir haben hier Paris und der erste Zug fuhr hier von Paris über Wien, Budapest, Bukarest, Rus, Varna und dann mit dem Boot über Schwarzes Meer nach Konstantinopel. Das ist die Zuglaufvariante 1, so habe ich die getauft, einfach weil es der erste Weg war, wo der Orient Express unterwegs war. So, später kommen dann hier noch Varianten über Konstanza dazu, weil man natürlich auch hier in Konstanza in Rumänien, da wollte man natürlich auch so ein bisschen was von dem Postkuchen abhaben, weil bringt ja Geld in die Kasse und das ist wirtschaftlich natürlich auch wirklich wichtig gewesen. Und später wurde dann die Variante 2 und 4 von Konstanza nach Konstantinopel relevant. Jetzt hatte man hier ja immer noch das Problem, dass hier immer noch mit Schiffsverkehr gearbeitet wurde. Und das war natürlich vor allen Dingen auch für die Passagiere des Orientexpresses natürlich unangenehm. Also man musste hier bei Rus aussteigen, man musste hier mit so einem kleinen Bötchen übersetzen. Erst dann ist man in die Orientbahn eingestiegen. Bei Varna musste man dann in den richtigen Dampfer einsteigen und ist dann von Varna nochmal mit dem Schiffchen nach Konstantinopel gestiegen. Also einsteigen und ankommen war da noch nicht. Das änderte sich später, und zwar im Jahre 1888. Und zwar wurde hier die Strecke über Sofia fertiggestellt. Von Paris über Sofia, Konstantinopel. Einsteigen, Champagner trinken, Kaviar essen, ankommen. So hatte man sich das vorgestellt im Orient Express. Jeder, der den Film Mord im Orient Express kennt, kennt diese wunderschönen Szenen, wo man dann im Speisewagen sitzt und das dann so genießen kann. So hatte man sich das vorgestellt und 1888 wurde das hier umgesetzt. Dann haben wir hier noch einen Flügelzug nach Berlin. Das ist die Variante 7 und 8. Und zwar von Berlin nach Konstantinopel. Und wenig später auch hier dann nochmal die Variante bis Ostende. Später wurde dann hier im Prinzip, gab es die Variante Ostende nach London, beziehungsweise Ostende nach Dover, beziehungsweise von Paris über Calais, Dover und dann nach London. Also man konnte wirklich von London aus buchen, Konstantinopel gar kein Problem. Agatha Christie ist diese Strecke selber oft gefahren, und zwar im Jahre 1932. Da hat sie ihren zweiten Mann kennengelernt, einen Archäologe, Max Mello. Und da hat sie bewusst ihren Mann immer wieder hier in Palästina besucht und auch begleitet, um den Fehler ihrer ersten Ehe nicht nochmal zu begehen und den Mann eine zu lange Leine zu lassen, sage ich jetzt mal. Ihr erster Mann hat sie ja verlassen. Ja, also hier einfach mal, dass Sie so ein Gefühl haben für die Strecken. So, hier dann nochmal eine etwas genauere, detailliertere Aufteilung. Das Wichtigste ist eigentlich hier die Dauer. Müssen Sie sich vorstellen, 3 bis 4 Tage von Paris nach Konstantinopel. Ein Traum. Überlegen Sie mal, wenn Sie heute Post bekommen, geht es immer so schnell von der Türkei in 3, 4 Tagen? Ich habe schon aus Postsendungen aus London 3 Monate gewartet, wenn ich Pech hatte über den Zoll, ja. So, und auch die entsprechenden Zuglaufvarianten über Sofia sind hier auch 3 bis 4 Tage. Die Variante 5 werde ich später nochmal erläutern. Das ist ein Spezialfall. Und hier nach Berlin 53 versus 62 Stunden. Also auch da ist richtig Tempo auf der Schiene. Dann gibt es hier die Varianten 2 und 4, die sogenannten rumänischen Varianten, die über Konstanza laufen. Ich hatte das vorhin angemerkt, am Anfang war die Variante 1 immer über Varna. Und später wollten natürlich auch Rumänien einen Kuchen abhaben, ein Stück vom Kuchen abhaben. Und da wurde eben Konstanza ein neuer Schwarzmeerhafen und hat Varna abgelöst. Das ist hier 2 und 4. Das passiert 1895. Und dann gibt es noch die Variante Paris-Wien und die fuhr ab 1884 täglich. Also auch hier nochmal eine spannende Geschichte.
Das war im Prinzip immer noch mal die Möglichkeit, wenn man einen kurzen Weg erledigen konnte, konnte man auch dort sehr exquisit reisen. Ja, wie sehen diese Leitvermerke, diese Stempel überhaupt aus? Hier oben die Vignetten Express de Orient, einmal in Rot und in Schwarz und in Rotbraun. Rotbraun ist höchstwahrscheinlich eine Verfärbung der roten Vignette nach Umwelteinflüssen. Werde ich hier nur thematisch oder inhaltlich kurz streifen. Wer da mehr Interesse zu dem Thema hat, kann nach dem Vortrag auf mich zukommen. Dann gibt es hier diese Einzeilerstempel. Die Einzeilerstempel sind in Schwarz, Blau, Violett und Rot erhältlich. Verschiedene Schrifttypen, Breiten, Längen, Höhen. Das variiert so ein bisschen. Und hier der Spezialfall rumänisches Postamt. Und zwar hier Konspoli Ostenda, das heißt die Strecke von Ostende über Bukarest nach Konstantinopel. Oder entsprechend Konspoli Paris, hier von Konstantinopel nach Paris oder andersrum. Hier habe ich mir mal so die Mühe gemacht, so einen Zeitstrahl aufzuzeigen, welche von diesen Leitvermerken wann verwendet worden sind. Also, die erste Fahrt am 5. Juni 1883 von Paris nach Konstantinopel. Das heißt, wir schauen uns an ab 1883 bis 1914. Der früheste bislang bekannte Vignettenbeleg ist vom 19. Juli 1883. Der späteste vom 17. Februar 1898. Grundsätzlich als Hinweis, alle Daten, die Sie heute sehen und hören, ist der aktuelle Stand, Stand letzte Woche, aktuell nach meiner Researchliste. Diese Vignettenbelege wurden mit der Zuglaufvariante 1, 5, 6 und 7 befördert. In diesem gleichen Zeitstrahl fällt auch das rumänische Postamt 1896 mit der Zuglaufvariante 2 und 4. Die Einzeiler lösen hier die Vignettenbelege ab. Der erste ist vom 10. März 1898 mir bekannt und über die Zuglaufvariante 3, 4, 6, 7 und 8 gelaufen. Das ist eine interessante Entwicklung. Habe ich eigentlich erst durch die Researchliste, die ich eigentlich seit vielen Jahren führe, dann auch gesehen. Habe da so eine schöne Monster-Excel-Liste daheim, wo man das natürlich sehr, sehr gut dann auch filtern kann. Ja, und jetzt möchte ich mit Ihnen etwas mehr eintauchen. Und zwar, wir haben 8 Zuglaufvarianten zu entsprechenden Zeiten. Und ich möchte Ihnen jetzt zu jeder Zuglaufvariante mindestens einen Beleg zeigen, eine Variante zeigen, wie ein Beleg befördert worden ist, in welchem Zeitabschnitt. Wir fangen an bei der Zuglaufvariante 1 ab 1893, ab 1883 bis 1895 über Varna. So, und da schauen wir jetzt. Wir wissen hier, der früheste ist von 83, der späteste von 1898. Das heißt, rechnerisch ist es möglich, hier einen Vignettenbeleg zu zeigen und wir werden auch einen sehen. Die Variante 2 ist ebenfalls rechnerisch möglich. Hier ein Fragezeichen, hier habe ich noch keinen finden können, ist aber nicht ausgeschlossen. Das heißt, es kann sein, dass in der näheren Forschung, dass vielleicht irgendwann ein Sammler mir eine freundliche E-Mail schreibt, wie es schon so oft vorgekommen ist, und sagt, oh, Frau Dorr, ich habe was entdeckt. Variante 3 scheidet aus. Das ist die Strecke Paris-Wien. Und wir haben ja vorhin gehört, dass immer ab Konstantinopel ein Vignettenbeleg überhaupt gelaufen ist. Deswegen ist diese Variante 3 nicht denkbar. Die 4 ist wieder möglich, aber noch nicht gesichtet worden. Die Varianten 5, 6 und 7, das ist über Sofia möglich, werde ich zeigen. Und die 8 scheidet aus aufgrund des Zeithorizontes. So, jetzt muss ich noch mal kurz was trinken. So, nun möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ah ja, doch, das will ich Ihnen noch zeigen. Jetzt ist es ja immer so eine Sache, wenn man sagt, naja, das ist ein ganz seltener Beleg.
Ich habe da noch nicht viele gesehen. Es ist aber immer schöner, wenn man das auch wirklich verifizieren kann. Und ich habe in meinen Nachforschungen, in meiner Researchliste, in meinen Datenbanken insgesamt bis aktuell jetzt 57 echt gelaufene Belege gefunden zum Thema Vignettenbelege. Also das sind nicht so wahnsinnig viele, 57 weltweit. Und zwar in den Zuglaufvarianten entsprechend finden wir diese Vignettenbelege am häufigsten mit der Zuglaufvariante 1 und gefolgt dann von der Variante 6 über Sophia. Super selten ist die Variante 5. Und da gibt es einen und den werden Sie auch nachher sehen. Und dann gibt es noch die Variante 7 über Berlin. Da gibt es 5. Also auch nicht wirklich so häufig. Dann habe ich mir angeschaut, welche Postämter haben denn einen Vignettenbeleg auch abgestempelt? Das ist einmal das britische, das deutsche, das osmanische und das österreichische Postamt. Das britische, da haben wir 34 Belege. Das deutsche Postamt 12, vom osmanischen Reich 8, vom österreichischen Postamt nur 3. Bezüglich auf die Vignettenfarben sind die roten Vignetten am häufigsten mit 45. Die rotbraunen sind 3. Wie gesagt, wahrscheinlich kann man das aber auch mental zusammenrechnen. Und die schwarzen sind die seltensten mit nur 9 bislang bekannten Belegen. So. Und jetzt geht's los. Der früheste bis dato bekannte Beleg aus der Sammlung Kurt Kimmel. Der Kurt hat mir den freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Der Beleg ist vom 19.07.1883. Ist hier freigemacht mit einem Brief, erste Gewichtsstufe, registered, geht hier nach London und zwar ins Auswärtige Amt. Der Brief ist hier korrekt freigemacht, einmal 2,5 Pence bzw. 2D für Einschreibegebühr mit einer sogenannten braunen Vignette. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die braunen Vignette altersbedingt ein bisschen nachgefärbt sind. Ja, der Weg ab Konstantinopel über das Schwarze Meer nach Varna, über Rus, Giorgio, Bukarest und dann ging es hier weiter, über Budapest, Wien, Paris. Von Paris ging es dann weiter mit dem regulären Zug, nicht mehr mit dem Orient-Express, Richtung Calais. Und von Calais dann rüber auf die Insel, sage ich jetzt einfach mal, und dann nach London. Wie gesagt, hier ein sehr, sehr schönes Stück, bis dato der früheste mir bekannte Beleg. Der zweitfrühste bekannte Beleg, jetzt sind wir in meiner eigenen Sammlung, ist hier vom Deutschen Postamt mit 20 Pfennig freigemacht und geht nach Zweibrücken in der Bayerischen Pfalz. Hier mit einer tiefroten Vignette Express de Orient. Der Brief ist vom 22.07.1883 vormittags abgeschlagen und geht hier den gleichen Weg, das ist alles die Zuglaufvariante 1, über Varna, Rus, Bukarest, Budapest, Wien, München, Karlsruhe mit dem Orient Express und von Karlsruhe dann in die Pfalz nach Zweibrücken. Ja, hier hinten dann sehen Sie dann den Eingangsstempel von Zweibrücken, kommt am 25. Also hier auch dann ganz kurze Zeitdauer, kann man sich sicher sein, das ist definitiv nur mit dem Orient-Express befördert worden. Der drittfrühste bekannte Beleg. Eine osmanische Ganzache haben wir hier freigemacht mit 20 Para. Auch hier wieder Konstantinopel über das Schwarze Meer, wie bekannt, geht hier in die Schweiz und zwar nach Neuchâtel, ins Kanton Neuchâtel, nach Champs-de-Fonds. Ist aus der Sammlung von Exe Wilson, konnte ich glücklicherweise erwerben, ist hier auch mit einer schönen tiefroten Vignette Express de Orient in Rot versehen. Wie gesagt, hier osmanisches Postamt, die sind auch relativ dünn gesät. Ja, und hier einer der ganz wenigen Überseebelege.
Wir haben hier einen Brief vom britischen Postamt, britisches Postamt in Istanbul. Und zwar hier auch wieder entsprechend Zuglaufvariante 1 vom 3.12.1887. Dieser Brief ist in der zweiten Gewichtsstufe eingeschrieben, hat hier in Summe 120 Para. Das heißt, 40 Para fürs Einschreiben, 40 Para für den einfachen Brief, weitere 40 Para für die zweite Gewichtsstufe. In Summe kenne ich 3 Überseebriefe, die echt gelaufen sind. Also auch da kann man da sagen, das ist ein Leckerli, sage ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, hier über Varna gelaufen bis nach Paris und dann in Paris auch wieder über Calais nach London, von London nach Liverpool und von Liverpool mit einem Schiff der Cunard White Star Linie nach New York. Wir sehen hier auf der Rückseite die Transitstempel von New York. Die Dauer dauerte hier ungefähr 8 bis 9 Tage. Das kann man auch nachlesen für Schiffsrouten in der Zeit. Da gibt es vom Reichspostministerium, also dann auch entsprechend die einzelnen Linien, wo man sieht, wie lange waren die Schiffe unterwegs. Und diese Daten korrespondieren auch damit. Ankunft, wie gesagt, hier am 18.12.1887 in New York. Und von dort ging es dann weiter nach Florida, wo der Beleg angenommen wurde. Jetzt habe ich Ihnen schon ein paar Mal die Begriffe echt gelaufen um die Ohren gehauen. Und dass hier immer nur Belege auch mit den ja, echt gelaufen sind. Was bedeutet das jetzt eigentlich echt gelaufen? Klar, die sind richtig gelaufen mit dem Postamt, haben alle Stempel, das ist schön. Aber die Tatsache, dass da jetzt so eine Vignette drauf ist, heißt ja nicht automatisch, dass dieser Brief wirklich mit dem Orient-Express im richtigen Postsack drin war. Und deswegen habe ich mir war ich im Archiv in Frankfurt und habe mir dann die ganzen Fahrpläne angeschaut, die auch noch bis heute sehr gut erhalten sind. Und habe dann geschaut, an welchen Tagen ist in welchem Jahr der Orient-Express ab Konstantinopel abgefahren. Das kann man recherchieren. So, und das heißt, ich habe hier die ganzen Fahrpläne, die habe ich mir per Scans im Postmuseum da geben lassen, habe ich geschaut und jetzt weiß ich, der 3.12.1887 ist samstags, dienstags und samstags in diesem Jahr der Orient-Express ab Konstantinopel gefahren. Das heißt, ich schaue jetzt hier mit dem immerwährenden Kalender, stimmt denn der Abgangstag, der 3.12. überhaupt mit dem immerwährenden Kalender überein, also der richtige Wochentag, mit den Fahrplänen? Und das ist hier bei jedem Beleg, den Sie sehen, ist das gemacht worden. Das heißt, für alle, die mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, man schaut hier in diesem immerwährenden Kalender, hier das Jahr 1887, fährt hier rechts rüber in den Monat, sieht man Dezember, ist ja hier Dezember, die 4. Die 4 merken wir uns, addieren die 4 zu der 3 hinzu, sprich wir kommen auf eine 7 und die 7 sagt uns hier den Wochentag, den Samstag an. Und samstags, das weiß ich ja, ich habe ja im schlauen Fahrplan danach geschaut, fährt der Orient-Express wirklich auch in Konstantinopel in dem Jahr ab. Dann weiß ich, jawohl, Vignette korrekt, der Wochentag stimmt. Und dann bin ich hier schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg, wirklich zu sagen, ja, jetzt bin ich bei 99%. Und wenn jetzt dann noch die Stempelkombinationen stimmen mit den 3 bis 4 Tagen oder maximal 5 Tage, dann kann ich sagen, jawohl. Der ist wirklich mit dem Orient-Express gelaufen. Das fantasiere ich mir dann auch nicht zusammen. Ja, und weiter geht's. Wir haben hier jetzt eine deutsche Ganzsache mit 10 Pfennig. Allerdings wurde diese Ganzsache im britischen Postamt hier abgeschlagen bzw. frankiert. Und dieser Brief geht hier nach München. Und zwar in einen Leutnant des 1. Pionierbataillons in München. Wir haben hier einen Brief in der 4. Gewichtsstufe eingeschrieben. Man sieht es hier in dem blauen Kreuz. Und haben hier, wie gesagt, dann einmal hier oben 120 und hier nochmal 80 Para. Also in Summe 200 Para. 40 Para für das Einschreiben, die restlichen 160, 40 Para jeweils für den Brief, also 4. Gewichtsstufe. Hier eine rotbraune Vignette und auch hier nochmal der kurze Hinweis, dass in Rotbraun halt in Summe nur 3 bislang bekannt sind.
Auch hier wieder britisches Postamt in Istanbul. Auch hier wieder Zuglaufvariante 1 über das Schwarze Meer, über Varna, über Bukarest, Budapest, Wien und München, wo wir ja auch hin wollten, wo der Brief am Vormittag eintrifft, also innerhalb von 3 Tagen. Ja. Und wir sind immer noch im Jahr 1888. Ja, und hier eine klassische Postal Registered Umschlag des britischen Postamtes. Wir sehen hier die Rückseite, die Einschreibegebühr mit 2 Pence und hier die Aufrankierung 40 Para für den Brief mit einer wunderschönen schwarzen Vignette mit einem Bogenrand hier unten. Geht nach Leipzig zu den Gebrüdern Senf. So ein Brief darf natürlich auch nicht fehlen. Wohl wissen, dass dieser Brief ein philatelistischer Brief ist, aber das war mir so egal. Ich finde ihn optisch außerordentlich schön und diese Ganzsachen haben es mir eh so ein bisschen angetan. Da habe ich auch noch eine andere Sammlung. Von daher war das natürlich ein Muss, weil das natürlich auch hier eine schwarze Vignette ist. Hier, wie gesagt, wieder erste Gewichtsstufe. Über die Zuglaufvariante 1, über das Schwarze Meer bis München. Und von München ging es dann weiter Richtung Leipzig mit einem regulären Zug. Ja, und weil es so schön ist, kommt hier gleich nochmal so eine Registered Postal Stationery Umschlag. Und hier der Vermerk des Absenders, das sei noch darauf hingewiesen, von einem gewissen Dawson. Hier steht British Post Office Konstantinopel. Dieser Dawson findet sich öfters in einer Korrespondenz. Es gibt auch Abschläge, da steht dann drauf Edouard de Robert. Das war auch ein philatelistischer Sammler, Händler. Man munkelt, er war Albaner. Man munkelt weiter, er war nie im britischen Postamt angestellt. Aber genaues weiß man nicht. Das sei da darauf hingewiesen, tut aber hier der Sache keinen Abbruch. Auch hier wieder das Einschreibe, die Einschreibegebühr mit 2 Pence und geht hier nach Merton in Surrey. Auch hier wieder Zuglaufvariante 1 noch aus dem Jahre 1889. Auch hier wieder schwarze Vignette, erste Gewichtsstufe. Ja, und hier haben wir wieder eine osmanische Ganzsache. Postkarte hier mit 1 Penny. Und geht nach Bamberg, auch hier wieder in Bayern. Hier sind wir jetzt im Jahre 1890, immer noch in der Zuglaufvariante 1. Sie sehen, da gibt es also wirklich viel. Mit einer wunderschönen schwarzen Vignette, auch hier wieder mit dem Postamt Stambul, britisches Postamt versehen. Auch hier geht es dann wieder über Budapest, Wien nach München und von München dann nach Bamberg. Die Karte geht hier an den Udo Ellerbrock, der eigentlich in der Luitpoldstraße wohnte, aber aus irgendeinem Grund war er da halt nicht anzutreffen. Und dann wurde das weiter versendet. Man sieht hier den Briefträgerstempel von Bamberg in die Pöltelhofer Straße 3, wo dann die Karte zugestellt werden konnte. So, hier hätte ich nun den ersten Brief vom österreichischen Postamt. Der ist aus der Sammlung Werner Schindler. Jedenfalls war er damals in der Sammlung Werner Schindler, als ich den Scan von ihm bekommen habe. Ich weiß nicht exakt, ob er noch bei ihm ist. Und zwar haben wir hier einen Einschreibebrief, 20 Soldi, 10 Soldi für den Brief, eine weitere 10 Soldi für das Einschreiben. Und dieser Brief geht hier an Leopold Gasser. Das ist ein Gewehr- und Revolverfabrikant in Wien, sehr bekannt. Kann man also auch heute noch finden, was der so alles gemacht hat. Gibt es auch Annoncen noch aus der Zeit, eigentlich sehr schön. Und geht hier auch über die Zuglaufvariante 1, über Varna nach Wien, nach Otterkingen. Von daher, wie gesagt, sehr schön, weil ich in Summe bislang nur 3 Belege aus dem österreichischen Postamt abgeschlagen kenne. Und nun der zweite Österreicher. Und das ist nun wirklich etwas Interessantes für die Postgeschichtler unter uns. Wir sehen hier eine Drucksache. Eigentlich eine Drucksache, jetzt wirklich nichts Spektakuläres. Hier mit 20 Para Überdruck aus dem Jahre 1887. Geht von Konstantinopel nach Landau in die Bayerische Pfalz.
Für mich ist es ein Heimatbeleg. Ich bin 20 Kilometer von Landau aufgewachsen. Das heißt, als ich das im Auktionshaus gesehen habe, können Sie natürlich sich denken, da hat mein Herz höher geschlagen, habe gedacht, ach nee, Landau, super. Dann habe ich angefangen zu rechnen. Ich wusste mit dem immerwährenden Kalender, wir sind hier auf einem Donnerstag. Und diesen Donnerstag habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft gerechnet, weil der Donnerstag einfach nicht mit dem Fahrplan übereingestimmt hat. Dann habe ich lange überlegt und irgendwann ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass hier über Sofia ja an dieser Strecke gebaut wurde. Und diese Strecke war ja erst 1888 voll funktionsfähig. Der Brief ist von 87. Und die Strecke zwischen Nisch und Sofia, da gab es Bauprobleme. Das kann man in Dokumenten nachlesen. Das heißt, wir haben hier 280 Kilometer über Stock und Stein, wo hier mit einer Postkutsche noch zwischenoperiert werden musste. Und genau in diese Periode fällt dieser hübsche kleine Brief, diese Drucksache. Und so lässt sich das dann auch alles wunderbar erklären. Das heißt, dieser Brief ist ab Konstantinopel abgegangen hier. Deswegen habe ich das Zuglauf Variante 5 genannt, weil es hier eben noch nicht komplett war. Über Nisch, Belgrad, Sofia nach Budapest, Wien, München, Stuttgart, Karlsruhe und von Karlsruhe dann über den Rhein nach Landau in die Bayerische Pfalz. Und für diese Strecke ist das ein Unikat. Für diese Strecke konnte ich bislang noch keinen weiteren Beleg finden. Und da es dann auch noch das österreichische Postamt ist, wo es sowieso nur drei bis dato gibt, ist es natürlich was Wunderschönes und es ist ein Heimatbeleg. Ja, und nun ist die Strecke abgeschlossen. Nun sind wir in der Zuglauf-Variante 6. Die Schienen sind komplett verlegt. Wir fahren bei Sofia durch, wir steigen in Paris ein und können bis Konstantinopel durchfahren, ohne dass wir irgendwie umsteigen müssen in irgendwelche Bahnen, irgendwelche Schiffchen. Also das ist jetzt schon mal sehr, sehr angenehm. Wir starten in Konstantinopel am 6.7.1896 am Nachmittag. Und da haben wir hier vom Deutschen Postamt in Galata eine gebührengerechte Mischfrankatur, Krone Adler, Einschreiben, portogerecht geht hier an den Monsieur Salzmann in Bern, in der Schweiz. Das heißt Konstantinopel, Sofia, Belgrad, Budapest, Wien, nach München und von dort dann nach Bern, wo der Brief am 9.7. eintrifft, nach drei Tagen. Wir sehen hier Transitstempel auf der Rückseite von München und den Ankunftsstempel von Bern. Ja, wir bleiben beim Deutschen Postamt. Auch hier wieder Mischfrankatur Krone Adler. Auch hier in Summe die gleiche Frankatur mit 80 Para, aber kein Einschreiben. Und deswegen haben wir hier die zweite Gewichtsstufe. Und das Besondere an diesem Beleg, abgesehen davon, dass es natürlich eine schwarze Vignette ist, ist der Absender. Direktion der Orientalischen Bahnen an die Deutsche Bank in Berlin. Und zwar das Orientalische Büro. Alle, die sich mit dem Thema Eisenbahnbau ein bisschen näher beschäftigen, wissen, dass die Deutsche Bank im Prinzip so ziemlich jeden Zug der Zeit finanziert hat. Orient Express, Balkanzug, Bagdadbahn, Hedgers. Die Deutsche Bank war eigentlich in fast allen Objekten sehr stark involviert. Ich will nicht sagen ausschließlich, aber außerordentlich maßgeblich. Von daher ist das eine echte Bedarfskorrespondenz. Und da es nach Berlin geht, ist es hier die Zuglaufvariante 7. Das heißt, wir steigen hier ein am 6.9., fahren über Sofia, Budapest mit dem Orientexpress. In Budapest wird dann umgekoppelt und dann ist es der Orient-Kurierzug nach Berlin. Drei Tage, also wirklich auch hier wieder sehr, sehr schnell. Ja, schwarze Vignette hatte ich darauf hingewiesen. Es gibt in Summe vom Deutschen Postamt nur noch ein weiterer mit einer schwarzen Vignette. Also auch das so in der Kombination wieder, was ein Schmankerl für den, ja, sag's mal, für den Sammler der deutschen Levante. Wir bleiben bei der Zuglaufvariante 7, auch wieder Deutsches Postamt und zwar auch hier wieder in Galata, Einschreibebrief an den Herrn Glasewald, der auch mit Sicherheit unter philatelistischen Kreisen bekannt ist, nach Gößnitz.
Und hier der Absender Edouard de Robert, das Synonym, das ich vorhin angesprochen hatte. Auch hier wieder die Zuglaufvariante 7 von Konstantinopel bis Budapest mit dem Orientexpress. Dort wird eben, wie gesagt, wieder umgekoppelt. Dann der Orientkurier zu nach Breslau und von dort nach Gößnitz. Auch hier wieder die Reisezeit nur 3 Tage. Hier auch wieder mit einer roten Vignette zur Abwechslung. Wir bleiben nochmals bei der 7 und gehen hier wieder ins britische Postamt. Hier wieder der Absender Dawson. Wir haben hier eine britische Ganzsache, Eindruck 40 Para, aufrankiert mit 40 weiteren Para für das Einschreiben. Und der Brief geht hier nach Stockholm. Auch hier wieder Zuglaufvariante 7, wie bereits angesprochen, über Budapest, Berlin. Von Berlin dann nach Kopenhagen, Malmö und Stockholm. Also auch hier eine ganz kurze Dauer, wo der Brief unterwegs war. Auch hier wieder der Hinweis, dass eben bis Budapest der Orientexpress maßgeblich war. Von Budapest bis Berlin der Orientkurierzug. Und hier auf der Rückseite dann der Eingangsstempel von Stockholm. Oh, okay, ich muss Speed geben. Wie viel habe ich noch? Oh, okay. Gut, dann gebe ich jetzt Gas. Die Erklärung schenke ich mir. Ich zeige Ihnen jetzt noch die Ovalstempel des rumänischen Postamtes. Das sind hier diese Stempel Conspoli Paris nach Constanza. Wir sind jetzt im Jahre 1896 und bewegen uns vom Februar bis Juni. Hier ein zweiter Beleg über, von Konstantinopel nach Korabia. Einer nach Chassy. Und hier das einzig bislang bekannte Streifband von Bukarest nach Konstantinopel, beziehungsweise hier umgekehrt, man sieht es am Stempel, Bukarest nach Konspoli. Und das ist die späteste Verwendung, die bislang bekannt ist. 25. Juli 1896 für das rumänische Postamt. So, und hier der letzte Rumäne von Konspoli Ostenda. Also hier, der hätte im Prinzip bis Ostende laufen dürfen, endet hier leider schon in Bukarest. Die Einzeilerstempel gehen wir jetzt auch im Schnelldurchgang durch. Hier mit den Stempeln, beziehungsweise handschriftliche Vermerke, meist Bankkorrespondenzen. Hier jetzt aus England mit einem schwarzen Stempel. Aus Italien, aus Venedig, nach Berlin, nach Luckenwalde. So, jetzt ist die Zeit mir davon galoppiert. Ich bitte da vielmals um Entschuldigung. Falls Sie jetzt noch nicht genug gehört haben und Sie sagen, Mensch, eigentlich würde mich das wirklich interessieren, kommen Sie einfach auf mich zu. Mein Mann und ich, wir haben da ein schönes Buch dazu geschrieben, postgeschichtlich. In Deutsch oder in Englisch. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit.